Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und heute möchte ich euch ein paar Frisuren zeigen, die man zum Sport tragen kann. Heute ist nämlich ein ganz besonderes Video und zwar gibt es heute mein erstes gesponsertes Video und deswegen bin ich auch ganz aufgeregt. Und zwar ist einer der größten Online-Sporthändler auf mich zugekommen und zwar Oceans Apart und hat mich angesprochen, ob wir nicht eine gemeinsame Zusammenarbeit machen wollen. Und zwar ist dieses Video heute gesponsert von Oceans Apart. Ich werde euch auch gleich ein paar wunderschöne Sets zeigen von Oceans Apart und deswegen möchte ich euch natürlich auch gerne einfach ein angepasstes Video zeigen. Und Frisurenvideos, Haarvideos kommen bei euch auch immer ganz gut an und weil ich auch super gerne Sport mache, ich mache ja mit großer Freude vor allem aktuell sehr viel Yoga und ich finde einfach, dass es immer ganz schön ist, wenn man da auch einfach eine schöne Frisur hat, wenn man auch rausgeht und dort Yoga macht, aber auch wenn man zu Hause ist. Und deswegen würde ich sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Ich zeige euch jetzt erstmal die Sets angezogen. Ich zeige euch jetzt beide Sets auch gleich mal auf einmal. Auf der rechten Seite seht ihr das Coconut Set, auf der linken Seite das Sohena Set. Und ich blende euch jetzt auch gleich mal einen Code ein, mit dem könnt ihr 30% sparen. Das ist der Code ROCKAIR30 und das könnt ihr beim Online-Shop noch in die Box mit eingeben. Und ich mag besonders an den Sets, dass ihr eben sehr viele Teile habt und dass ihr noch eine wärmende Komponente dazu habt. Und was ich extrem mag, ist, dass die Passform einfach wirklich perfekt ist und auch die Haptik, die fassen sich wirklich mega hochwertig und sehr, sehr schön an. Sie sind sehr weich, sie sind sehr flexibel und ich finde wirklich einfach, dass sie perfekt passen. Schaut da wirklich sehr, sehr gerne mal rein. Ihr könnt die auch einzeln kaufen, die Teile, aber gerade die Sets bestechen einfach auch dadurch, dass sie ja einfach als Sets perfekt kombiniert sind. Mit dem Code ROCKAIMARIA spart ihr aktuell 30% auf die Sets, auf die Teile, die ihr dort eben kauft. Schaut da super, super gerne mal rein und schreibt mir auch sehr gerne mal unten in die Kommentare, wie euch die Sets gefallen, vor allem auch die, die ich mir da ausgesucht habe. Ja, und ich habe jetzt dieses Sohena-Kit an und ich finde es wirklich so, so schön. Es fasst sich so toll an und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt los. Ich habe hier von dem anderen Set noch den Scrunchie drin. Ich finde den wirklich mega praktisch. Und als erstes möchte ich euch vor allem auch Frisuren zeigen, die man auch mal schnell so zwischendurch machen kann, wenn man jetzt vielleicht auch keine Bürste hat oder so. Und die einfachste wahrscheinlich auch Frisur, die jeder auch einfach so kann, ist tatsächlich einfach ein hoher Zopf. Ich finde perfekt, vor allem wenn man Yoga macht, weil man ja auch viel auf der Matte ist, wenn man einfach einen sehr, sehr hohen Zopf hat. Und mich stören aber vor allem auch immer die Haare, die dann hinten so runterfliegen. Und wenn ich mir den hohen Zopf mache, dann achte ich immer darauf, dass ich einmal den Kopf vor allem so nach hinten mache, denn die Schwerkraft macht ja häufig, dass wenn ich jetzt die Haare hier so nach oben mache, dass es dann alles so rumfluddelt. Deswegen neige ich meinen Kopf immer so nach hinten. Ihr könnt ihn natürlich auch komplett über Kopf machen. Und dann mache ich mir die Haare so fast tatsächlich ganz nach oben. Also wenn ich Sport mache, dann mache ich meine Haare manchmal sogar hierhin. Also das ist jetzt natürlich komplett übertrieben, aber ich mache mir den wirklich ganz, ganz nach oben. Und ich persönlich mache mir auch tatsächlich keinen Pferdeschwanz, aber ihr könnt es natürlich gern machen, wie ihr möchtet. Ich mag es persönlich lieber, wenn ich einfach einen Bun habe. Und ich mag am liebsten diesen Bun, den man einfach nur so, also nicht so diesen Messi-Bun, weil den finde ich persönlich viel zu aufwendig. Ich mache mir am liebsten diesen Bun, wo man einfach nur dann die letzte Schlaufe so nicht mehr rauszieht, falls ihr versteht, wie ich meine. Und dann hat man hier hinten meistens noch so ein Schwänzchen und das kann man einfach nehmen, einmal noch so rumwickeln. Und dann das Ende irgendwo noch mit drunter klemmen. So. Und dann habe ich natürlich hier hinten das Problem, dass meine Haare immer so runterfallen, weil meine Haare einfach noch nicht lang genug sind. Wenn ihr längere Haare habt, lange Haare habt, sehr lange Haare habt, dann könnt ihr natürlich auch, müsst ihr diesen Schritt nicht machen. Aber ich mache das dann immer so, dass ich mir meine Haare wirklich auch richtig so runterkämme. Also ich gehe jetzt hier nicht rein und so und hole mir die Haare raus, aber ich gehe einfach mit meiner flachen Hand hier so hin, halte oben meinen Zopf fest und ziehe mir die Haare einfach so raus. Und dann nehme ich mir diesen Wust, drehe den einmal so ein. Und dann nehme ich mir meine Haare, die ich hier noch so übrig habe, und
ziehe dieses Knäuel einmal so darunter. Versteht ihr, was ich meine? Und dann nehme ich mir einfach so einen Bobbypin und mit dem mache ich das fest. Und dann ist eigentlich die Frisur auch schon fast fertig. Und zwar mache ich das so, dass ich das Bobbypin quasi da reinstecke an die Haare, die oben in diesem festen Zopf drin sind. Und dann kann ich das damit eigentlich schon tatsächlich ziemlich festmachen. Und tatsächlich ist es dann so, dass auch während des Sports einige Haare dann hinten rausfallen, aber es stört mich eigentlich nicht so. Ich finde, das ist jetzt eigentlich eine relativ feste Frisur. Wenn ihr es ein bisschen fester wollt, dann macht ihr einfach noch ein zweites Bobbypin rein. Einfach ein bisschen weiter unten und dann habt ihr schon eine fertige Frisur. Und ja, ich finde, dass sie irgendwie ganz cool aussieht, dass sie auch eine schöne Kopfform macht und bei mir hält sie auch tatsächlich ganz gut. Das ist natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich, was man auch für Haare hat. Ich habe persönlich sehr feine Haare, auch nicht allzu viele Haare. Das heißt, das hält auch ganz gut. Beim Yoga ist es jetzt auch häufig, meistens zumindest bei meinen Yoga-Arten, die ich mache, nicht so, dass ich jetzt mich wahnsinnig schnell irgendwie so hin und her bewege. Aber ich würde dann einfach zur Not meinen Zopf nochmal eine Nummer, also quasi noch einmal mehr die Schlaufe drum machen. Falls ihr versteht, was ich meine. Das wäre auf jeden Fall die eine Variante, die man machen kann. Wenn man ein bisschen mehr Aufwand betreiben möchte, wenn man es einfach ein bisschen schicker noch möchte, dann kann man Folgendes machen. Und zwar kann man sich auch einfach einen Zopf flechten. Und da kann man wirklich einfach verschiedene Sachen machen. Den ich eigentlich sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich mir einfach hier vorne so einen französischen oder oben so einen französischen oder holländischen Zopf viel mehr flechte. Und nehme ich mir einfach so eine Partie Haare weg und flechte mir dann dort einfach einen holländischen Zopf nach hinten. Und wenn ich dann so auf der Höhe meines Zopfs angekommen bin, denn für mich ist, wie gesagt, gerade beim Yoga wichtig, wenn ich auf der Matte liege, dass ich den nicht zu weit hinten habe, dann gehe ich entweder hin und mache hier schon mal ein kleines Haargummi rein oder ich gehe einfach hin und nehme mir, ich würde mir jetzt tatsächlich mal eins reinmachen, damit nicht alles auseinanderfällt, denn ich habe mir heute meine Haare ganz frisch gewaschen und wenn die so frisch gewaschen sind, dann fallen die ganz gerne wieder auseinander. Einfach um es mal so zu befestigen und dann nehme ich mir einfach meine Haare wieder nach hinten und mache hier dieselbe Geschichte. Und dann haben wir im Prinzip das Ähnliche wie eben, aber ein kleines bisschen aufwendiger. Und ihr könnt im Prinzip diesen geflochtenen Zopf auch kleiner machen. Könnt es dann auch gerne noch so ein bisschen auseinanderziehen. Dann sieht es noch ein bisschen voller aus. Ihr könnt auch mehrere nebeneinander machen, ganz viele kleine. Das kann man auch sehr, sehr schön machen. Oder was ich auch wirklich, wirklich hübsch finde, ist, wenn man sich den von hinten so nach oben macht. Das können wir ja auch mal ausprobieren. Hierfür ist es allerdings ratsam, wenn man den Kopf einmal über Kopf nimmt und mache einfach dasselbe wie eben auch. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass meine Haare eh schon über Kopf sind. Und dann kann ich jetzt gleich meine anderen Haare auch wieder nehmen und diesen Scrunchie oder anderen Haargummi, was auch immer euch am liebsten ist. Und nehme alle Haare zusammen. Und mache sie mir in den Zopf. Und dann haben wir im Prinzip die gleiche Frisur, nur einmal umgedreht. Und das Coole ist, dadurch, dass ihr die Haare hinten so schon so verzwirbelt habt, spart ihr euch eigentlich nochmal so eine Spange. Und ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht sollte ich mir das auch ein bisschen angewöhnen, dass ich mir einfach hinten diese Leiste sozusagen mache, weil dann spare ich mir eigentlich immer diese Spange und das dann auch im Laufe des Tages immer nochmal so neu zu machen. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie es aussieht von hinten. Und ich finde es ehrlich gerade mega, mega schön. Ich glaube, ich werde das jetzt
öfter mal einführen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Variante, wie man das machen kann. Was man auch sehr, sehr schön machen kann, ist, dass man diese Variante mit zwei Zöpfen jeweils auf der Seite macht, ne? Dass man eben im Prinzip sich, ja, dass man sich einen Mittelscheitel macht, vorne oder hinten, jeweils so, wie wir es eben hatten, und dass man sich dann einfach zwei Zöpfe teilt, zwei solche holländische Zöpfe macht und dann zwei so fette Nudeln hier macht. Das sieht einfach auch mega süß aus, sieht ein bisschen, ja, mädchenhafter, irgendwie witziger auch einfach aus. Und dann kann man kann das natürlich auch vorne und hinten machen. Also man kann sich vorne einen Zopf machen und hinten. Sieht auch mega cool aus. Da würde ich euch aber auf jeden Fall raten, dann zwischendurch noch ein kleines Haargummi zu nehmen. Oder was man natürlich auch machen kann, ist, sich einfach komplett einen Flechtzopf zu machen. Meine Haare sind jetzt, ich probiere es jetzt direkt auch das erste Mal tatsächlich aus. Meine Haare müssten tatsächlich auch lang genug sein, dass ich mittlerweile auch mal wieder einen Flechtzopf machen kann. Wir würden es jetzt einfach direkt mal gemeinsam ausprobieren. Und zwar würde ich mir mal einen Seitenscheitel machen. Und zwar nehme ich mir das einfach mal jetzt so mit den Fingern. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne Frisuren heute machen, die man vor allem auch so von unterwegs machen kann. Ne? Wenn ihr jetzt irgendwie von der Arbeit kommt und ihr habt gleich euren Yogakurs oder was auch immer ihr für einen Kurs belegt und ihr ja habt heute offene Haare gehabt und wollt jetzt einfach schnell eure Haare wegmachen und wollt aber trotzdem irgendwie auch gut dabei aussehen. Und ich habe mir jetzt einfach hier das so ein bisschen schräg weggenommen. Und wenn ich dann hier so bei der Mitte angekommen bin, bin ich dann einfach einmal hinten gerade gegangen, sodass ich hinten quasi einmal gerade runtergegangen bin. Und dann könnt ihr euch entweder eine Seite direkt einmal so ein bisschen wegklemmen. Das mache ich jetzt einfach mal so, damit sie einfach aus dem Weg ist. Und die andere Seite kämme ich dann einfach mal so ein bisschen mit den Händen durch. Wundert euch nicht, meine Haare sind gerade eine kleine Geschichte für sich. Schreibt mir doch sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr möchtet, dass ich mal ein Video mache dazu, was gerade los ist mit meinen Haaren. Das wäre dann eher so ein Labervideo, aber vielleicht interessiert es euch ja, dann mache ich das sehr gerne mal. Und dann würde ich mir tatsächlich einfach hier so eine Haarsträhne nehmen. Und genau, ihr könnt entweder den holländischen Zopf machen oder den französischen. Ich muss ehrlich sagen, der holländische Zopf, den finde ich bei mir selber am einfachsten. Einfacher als den französischen, weil, keine Ahnung, irgendwie bin ich darin wahrscheinlich geübter oder was. Der französische ist der, wo man das immer so oben drüber legt, ne? Das Stück, wo man das dann immer so oben drüber flechtet. Und der holländische ist der, wo man es immer so unten drunter legt und wo es dann auch am Ende so aussieht, als wenn der Zopf so oben drauf liegt, falls ihr versteht, wie ich das meine. Das sieht man jetzt auch hier eigentlich schon ganz gut. Und ich mag den irgendwie von der Optik auch ganz gern. Den kann man auch so schön dann hinterher auseinanderziehen, sodass es dann auch aussieht, als wenn man ja einfach voll die fetten Haare hat irgendwie. Und das ist auch gerade, vielleicht mag ich ihn auch deswegen so gerne, weil ich auch eigentlich so sehr feines Haar habe und auch oft plattes Haar. Ja, irgendwie ist es für mich so voll die Go-To-Frisur, wenn ich meine Haare flechte. Und genau, ich mache das jetzt mal schnell und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Und dann, wenn ihr eben, je nachdem, wie lange Haare ihr habt, meine Haare sind jetzt auch nicht so lang, ne? Aber wenn ihr dann eben kein Haar mehr habt zum Dazunehmen, dann könnt ihr halt einfach euer Haar so weiter flechten. So lange, bis ihr eben nichts mehr übrig habt zum Flechten. Bei mir ist es jetzt wirklich nicht allzu viel, aber genau. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann eben noch so ein bisschen hinterher das alles auseinanderziehen. Ich würde es jetzt einfach mal so lassen, wie es ist. Und dann nehme ich mir einfach hier so ein Haargummi. Ihr könnt auch solche kleinen durchsichtige nehmen. Ich habe hier noch eins gesehen, gerade hier solche. Könnt ihr natürlich auch dazu nehmen, dass man die eben gar nicht sieht. Vor allem hier unten habe ich ja noch die weißen Haare, da macht sich das vielleicht auch gerade einfach ein bisschen besser. Und dann kann man natürlich auch damit sehr gut Sport machen. Ich denke, so eine Frisur eignet sich auch gerade, wenn man jetzt irgendwie Fußball spielt oder so oder Handball oder was auch immer oder wenn man jetzt irgendwie laufen geht oder so.
Fitness macht, dann denke ich mal, eignet sich so eine Frisur schon auch noch mal ein bisschen besser. Kann man gut auf beiden Seiten machen oder natürlich auch, wenn man wirklich sehr lange Haare hat oder auch sehr dicke Haare, dann kann man es auch einfach, ne, so machen, also dass man quasi alles einmal so in die Mitte flechtet. Das wäre eben so die eine Variante. Oder was man auch machen kann, das zeige ich euch jetzt einfach mal auf der anderen Seite, ist, dass man seine Haare so eindreht wie eine Kordel. Das ist eigentlich eine Frisur, die ich auch total gerne mache. Das zeige ich euch jetzt einfach mal auf der anderen Seite. Hierfür nehmt ihr zwei Strähnen. Also ich trenne mir ja einfach auch so ein Teil ab. Das könnt ihr auch selber entscheiden, wie dick ihr das möchtet. Je nachdem, wie dick ihr es macht, desto dicker wird dann am Ende natürlich auch eure Kordel. Und auch das kämme ich dann mit meinen Fingern immer erstmal so ein bisschen durch. Und da braucht ihr dann zwei Strähnen, mit denen ihr dann mehr oder weniger flechtet. Und das Schöne ist, dass man dafür auch nicht flechten muss. Und das ist eigentlich auch, wenn man so einmal so die Technik so ein bisschen raus hat, geht es auch eigentlich relativ schnell. Und zwar ist das System so, dass man einfach die vordere immer über die hintere legt. So. Ne? Ich habe jetzt die hintere und dann nehme ich mir die einfach mit meinen Händen. Und bei der vorderen nehme ich mir dann von den Haaren, die ich noch nicht habe, immer was dazu. Und dann drehe ich das wieder so um. Nehme ich es wieder nach hinten. Die hintere kommt nach vorne, unten drunter. Nehme mir wieder was dazu und dann geht sie wieder oben über die hintere. Und auch hier, wenn ihr dann nichts mehr habt zum Weiterkordeln, dann nehmt ihr euch diese beiden Strähnen und die dreht ihr dann in sich selbst jeweils in die andere Richtung und zwar nach außen quasi, in die ihr die dann jeweils wieder drehen würdet. Nehmt die dann wieder, dann dreht ihr sie wieder nach außen und dann dreht ihr sie wieder umeinander. Und zwar macht ihr das deswegen, damit die nicht einfach so ineinander sich verschlingen, falls ihr wisst, wie ich meine. Und dann dreht ihr es wieder. Auch das kann ich jetzt nicht endlos lang machen, aber so bleibt es eben weiterhin eine Kordel. Und jetzt habe ich keinen durchsichtigen Gummi mehr. Jetzt muss ich doch den schwarzen hier nehmen, macht aber nichts. Und dann mache ich mir das hier wieder zu. Das Schöne ist, bei diesen Frisuren, bei beiden hier, die könnt ihr auch sehr schön machen, wenn ihr kurze Haare habt. Also jetzt nicht fast glatze, kurz, aber ich habe die mir zum Beispiel auch sehr gern gemacht, als ich noch meinen Bob hatte. Sieh, die bleiben jetzt auch noch sehr schön so gekordelt. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr Mühe geben können, aber ich finde diese Frisur auch sehr, sehr schön. Aber genau, ich wollte sagen, die kann man auch sehr schön machen, wenn man zum Beispiel einen Bob hat oder so. Dann macht ihr das aber so, dass ihr diese Partie ein bisschen weiter hier oben entlang bindet, mehr oder weniger. Also ihr geht dann hier nicht so am Ohr entlang, sondern ihr würdet das hier ein bisschen weiter nach oben binden und dann könnt ihr es hier hinten irgendwo einfach feststecken. Also ihr würdet das dann auch mit so einem kleinen Gummi festbinden und dann könnt ihr einfach das so ein bisschen eindrehen und mit einem Bobbypin beispielsweise feststecken und dann sieht man es auch gar nicht mehr. So habe ich das auch immer gemacht, als ich noch einen Bob hatte. Und das finde ich tatsächlich, ihr könnt auch natürlich beides einfach tragen. Ich finde, das geht auch. Wenn euch diese Schlubbel hier stören, dann könnt ihr die auch noch ineinander verdrehen. Zum Beispiel könntet ihr die auch noch ineinander feststecken mit einem Bobbypin. Oder zwei. Und dann seid ihr das auch noch los. Also da gibt es wirklich viel Variation, was ihr machen könnt. Für mich, wie gesagt, auf der Yogamatte rentiert sich eher eine Frisur, die hier unten nichts hat. Ne? Das heißt, ich würde das hier auf gar keinen Fall machen. Auch damit hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber ihr könnt es schon auch ein bisschen feststecken. Und ich würde das dann tatsächlich, glaube ich, auch eher so tragen, weil ich ja eben, wenn ich liege, auch hier hinten einfach nichts haben möchte. Und die Frisur würde ich aber, denke ich, auch zum Yoga tragen. Und ich denke, ich werde jetzt auch gleich mit meinen schönen neuen Klamotten hier von Oceans Apart auf meine Yogamatte gehen. Und ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr mal unten in die Kommentare schreibt, was ihr sonst noch so auf meinem Kanal sehen möchtet.
vielleicht möchtet ihr auch, dass ich euch noch ein paar Sachen von Ocean Support vorstelle, dann würde ich das sehr gerne machen. Und ich werde euch jetzt hier nochmal gleich eine Playlist und hier ein Video verlinken und hier auch meinen Kanal. Da könnt ihr gerne nochmal ein bisschen stöbern. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt wieder ganz doll bei euch fürs treue Zuschauen bis hierhin. Freue mich schon wieder sehr aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich erstmal bis bald. Bye, bye.